Der Samstagnachmittag gesuchte 17-Jährige ist wohlbehalten seiner Mutter übergeben worden. Die Polizei Hermeskeil hatte von 14.30 Uhr bis kurz nach 18 Uhr nach dem autistischen jungen Mann gesucht. Fündig wurde sie am Feuerwehrgerätehaus in Pluwig. Der junge Mann war in einem Waldgebiet bei Holzerath verschwunden. Im Einsatz waren mehrere Feuerwehren mit insgesamt 56 Einsatzkräften, Polizei und Hubschrauber, das Deutsche Rote Kreuz Konz und die Hundestaffel aus Trier. Ein zusätzlich angeforderter Spezialhund von der südlichen Weinstraße wurde wieder abbeordert, als die Suche erfolgreich endete.